Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Battlefield Timo. Ich habe wieder den Alex dabei. Ja, hallo Leute. Und heute in diesem Video geht es um unseren Partner-Channel bzw. um die Partner-Gaming-Website Cremont Gaming. Und da haben wir gleich einen Vertreter von Cremont bzw. Cremont Gaming dabei und das ist der Lösi. Ja, schönen guten Tag an alle, ich grüße euch. Ja, und Lösi, verrate du uns mal, was ist denn Cremont Gaming jetzt genau? Ja, also Cremont Gaming ist eigentlich aus der Idee von drei Leuten entstanden. Das bin zum einen ich, der Lösi, der Puffel und der Crystallize. Wir haben damals schon immer kleine LANs gemacht und haben halt uns einfach mal so gedacht, komm, lasst uns doch einfach mal ein bisschen was auf die Beine ziehen. Haben dann bei Facebook eine kleine Gruppe gegründet mit dem Namen Cremont Gaming. Und so hat sich das alles aufgebaut. Also dann sind halt immer Leute dann mehr dazugekommen. Wir haben kleine LANs veranstaltet, immer bei verschiedenen Leuten behält. Und sind in unserem Freundeskreis. Ja, das ist eigentlich so das Grundprinzip von uns. Was machen wir? Wir zocken vor allem Ego-Shooter, zum Beispiel MW3, MW2, CSS. Und ja. Ja, wunderbar. Und wie aktiv seid ihr da? Spielt ihr in der ESL-Liga mit oder allgemein? Also wir haben zurzeit ein MW3 Squad Team, besteht bei uns aus 4 Leuten, zurzeit leider nur. Allerdings kommt ja in einem Monat jetzt Black Ops 2 raus. Und da werden wir alle ein bisschen aktiver sein, werden da in der ESL spielen, also das haben wir zumindest vor. Und da suchen wir natürlich immer gerne weitere Mitglieder, die auch ziemlich gut in Ego-Shootern sind. Und seid natürlich alle recht herzlich willkommen. Ich hoffe auch mal, dass ich dann in der Black Ops 2 Squad Team mit dabei bin, ne? Na, aber bestimmt. Jawohl. Gut, ja. Soweit, so gut. Ja, Bennett. Ja, ich würde sagen, wir kommen nochmal auf das Crossfire Forum zu sprechen. Ja. Also wir haben ja auch eine eigene Webseite. Den Link werdet ihr dann später in unserer Beschreibung von dem Video hier finden. Da haben wir für euch, weil wir ja einen Partnerkanal mit dem lieben Bennett haben, einen extra Bereich für das Crossfire eingerichtet, sage ich einfach mal. Und wir würden uns darüber freuen, damit auch ein bisschen mehr Leben bei uns auf die Webseite kommt, dass ihr Diskussionen zu Crossfire, aber auch zu anderen Games, die wir zocken, wie zum Beispiel, wenn es bei euch Leute gibt, die auch gerne mal Diablo 3 zocken oder League of Legends oder sogar Metin, sowas in der Richtung, könnt ihr euch gerne bei unserem Forum auslassen. Das ist gerne willkommen und wir würden uns, wie gesagt, sehr darüber freuen. Ja, das ist doch schon mal schön. Klingt gut. Okay, dann würde ich sagen, war es das auch schon. Wir haben alles besprochen. Ja, vielen Dank. Ja, dann seht ihr dann mal den Trailer von denen. Die haben nämlich einen Trailer gemacht. Jo. Der ist ziemlich gut geworden und den werde ich gleich nochmal einblenden. Gut, und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Schaut auf jeden Fall mal vorbei und dann sage ich ciao, Leute. Tschüss, Leute. Macht's gut. Dankeschön. Tschüssi.